Entscheidung in 116 Sekunden vor Schluss ZSC-Goalie Simon Rubek ist erstmals geschlagen. Im Rücken jubelt Bills Postfinals-Torschützenkönig Jesper Olofsson Keystone Biel legt in der Halbfinalserie gegen ZSC Lions vor. Die Seeländer gewinnen das erste Heimspiel mit 10. Bis in 116 Sekunden vor Schluss mussten Zuschauer in der mit 6.652 Zuschauer ausverkauften Arena warten, bis das einzige Tor des Spiels fiel. Verantwortlich dafür war Verteidiger Alexander Jakovenko. Die letzte Chance zum Ausgleich der Löwen vergab Sven Andrichetto wenige Sekunden vor Schluss, doch der Biller Keeper Harry Setteri traf den Pfosten. Für die Löwen war die Niederlage mehr als ärgerlich, da der Biller Kapitän Gaetan Haas musste in der 53. Minute wegen eines Ellbogenchecks für 5 Minuten auf die Strafbank. Allerdings konnten die Löwen die goldene Gelegenheit nicht nutzen, brachten fast nichts zum Laufen. Auch Biel konnte im Powerplay nicht überzeugen. In der Folge hat Haas beim Treffer von Jakovenko den Stock im Spiel. Die Torhüter fallen auf mit Biel und ZSC Lions treffen beide Teams aufeinander, die in der Qualifikation wenigstens Gegentore kassiert haben. Im ersten Halbfinalspiel sammeln wir um. Beide Goalies, Setteri und Simon Rubek, sind sehr schwer zu bezwingen. Beide Mannschaften haben viele Top-Chancen. So scheitert in 11. Minute der Biller Jesper Olofsson aus kurzer Distanz an Rubek und in 36. Minute brachte Luca Kunti allein vor dem Tschechen die Gastgeber in Führung. 3 Minuten zuvor war Zürcher Stürmer Willi Ridi dem 10 nahe gekommen, doch Setteri rettete genauso glänzend wie gegen Andrichetto in der 51. Es gibt noch ein paar weitere gute Optionen aufzulisten. Es war das 6. Mal in dieser Saison in einem Spiel mit den Löwen, dass es nach 40 Minuten 0-0 stand. Standing Ovations gab es im ersten Drittel für den erneut an Krebs erkrankten Biller Cheftrainer Antti Törmänen. Auf einem Transparent stand «Du bist nicht allein, gute Besserung Antti, der Sieg tat ihm auch gut». Gänsehaut pur.